Hey Leute, ich wollte euch das mal zeigen. Ich habe sogar eine Lüftung hier drin. Hört ihr das? Ich mache mal wieder aus. Ah, jetzt ist es schon von alleine ausgegangen. Auf jeden Fall ist da eine Lüftung drin, wie beim Auto, so ein Propeller. Voll cool. Ja, ich mache mal wieder aus. Wir haben es heute Samstag. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Aber ich bin hier an meinem alten Zuhause, und zwar ist das Studentenwohnheim in Köln-Deutz, und ich bin hier hin und wieder mal wieder, und ja, da habe ich immer geschraubt, und hier in diesem Keller habe ich auch geschraubt, und das Video ist auch immer noch online. Von vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Hier drin in diesem Fahrradkeller habe ich geschraubt, aber hier sind irgendwie gar keine Fahrräder mehr drin. Früher waren hier viel mehr Fahrräder drin. Ja. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg, und da ist meine Hochschule, meine alte Hochschule. Ja. Hier habe ich vor 5 Jahren oder so gewohnt. Und da ganz oben, im 20. Stock, da oben, sag ich, war da einmal in der Wohnung. In dieser Wohnung hat man die allergeilste Aussicht, und die Wohnung da oben hat nur, so eine 2 Zimmer 50 Quadratmeter Wohnung, kostet da nur 300 Euro mitten in Köln. Wir sind hier im Zentrum von Köln und man hat die beste, geilste Aussicht überhaupt. Ja. Das ist halt der Punkt. Ich fahre jetzt noch gleich zu Louis und zum hier MacTrack. Da wollte ich noch ein paar Campingartikel holen. Ein paar Campingsachen vielleicht holen. Die zeige ich dann aber später. Die Campingsachen würde ich dann auf meinem zweiten Kanal zeigen, und die Sachen, die ich eventuell bei Louis hole, die würde ich natürlich auf meinem Easy Best Kanal vorstellen. Deswegen, also, dann sehen wir uns bis später. Haut rein. Guckt euch mal dieses Zelt hier an. Guck mal, wie viel Platz hier drin ist. Da passen ja, keine Ahnung, 5 Leute oder so rein. Hier haben wir noch so Mini-Zelte, aber für mich würde ja sowas eigentlich schon reichen. Oder sowas, wenn ich mal irgendwo zelten sollte, weil wenn man sowas zusammenklappt, dann ist das ja, glaube ich, oder selbst sowas würde mir ausreichen, so zum Reinkriechen. Ich muss mal einmal gucken, wie teuer das ist. Das hier wiederum ist schon zu groß für mich. Das war auch geil, aber schon zu groß. Hier kann man so eine Runde machen. Da hinten sind auch noch ein paar. Ja, das ist ja echt eine Villa. Zeltvilla. Guckt euch das mal an. Hier. Da kann man schon irgendwie. Das ist ja riesig hier drin. Guckt doch mal, sogar mit Zimmern. Das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Steht da ein Preis? 550 Euro. Geht aber eigentlich für so eine Villa. Hätte ich jetzt gesagt. Hier war ein Erdbeben, und da ist die nächste Villa. Das ist ein Einzimmer-Villa, aber auch geil. Ist auch cool, muss ich sagen. Nicht schlecht. Und das ist hier gesichert. Auch schön, aber wie gesagt, oder das ist ja mal riesig. Das ist ja mal riesig. Hier. Oder das ist das allergrößte bis jetzt von allen. Zieht euch das mal rein. Also, zieht euch das rein. Das ist krass. Also das eine rote von vorhin war am besten für mich geeignet. Oder auch das hier. Das ist auch schön.
Wir haben noch ein paar Campingstühle. Das, oh, das sieht ja bequem aus. Das ist ja cool. Das will ich haben. Aber das kann ich schwer transportieren. Und dann noch ein Bollerwagen. Aber das ist auch cool, dieser Stuhl hier. Ja, ein Zelt werde ich mir heute nicht holen, aber so Gaskocher und so haben die hier auch nicht. Tja. Offensichtlich werde ich mir heute hier nichts holen. Vermutlich nicht. Ja, aber das ist ja gut zu wissen, dass man halt so. Hier, das wollte ich euch zeigen, das Zelt. Was für mich in Frage käme, wäre im Grunde das. Das wird ja für mich reichen. Ich brauche hier nur drin, obwohl das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Das hier. Das wäre, glaube ich. Das ist im Grunde genauso groß, nur ein bisschen breiter. Wie teuer ist das? Steht hier ein Preis? Das kostet nur 60 Euro. Hier. Das ist wie so eine Höhle. Das wäre perfekt. Und guck mal, wie groß das ist. Da kommt das alles rein. Ich finde das ja cool, dass die Tüten daneben sind. Dann weiß man, wie groß das ist. Das hier. Die Tüte ist nicht wesentlich größer, ist eigentlich genauso groß, wie teuer. Ist aber teurer, 120 Euro. Warum ist das teurer? Achso, man geht von der Seite. Da fand ich das für 60 Euro, aber cooler, ehrlich gesagt. Also nicht das hier, sondern das hier. Wie heißt das? Go Range Energy 200. Ne, also so kann man das auch machen. Das hat hier so einen Reißverschluss. Ne, also 60 Euro kann man, glaube ich, nicht meckern. Also die großen kosten so um die 500 Euro. Das wäre natürlich eine Luxusvariante für eine Person. Das kostet ist auch nicht so teuer. Ne? 90 Euro geht eigentlich auch hier so mit Terrasse. Geht eigentlich auch. Ja, gut zu wissen. Aber ich gehe jetzt raus. Ich wollte mir eigentlich so Campingkocher etc. holen, aber haben die hier nicht. Deswegen fahre ich jetzt zum Louis. Tschüss.